Hallo Susanne. Hallo Thees, schön, dass du da bist. Danke, was hast du uns heute mitgebracht? Was ich uns heute mitgebracht habe, ganz einfach. Unser neues Frischkost-Salatsortiment aus unserem neuen Werk in Bad Wünnenberg, mit dem wir jetzt in den deutschen Foodservice-Markt starten. Mhm. Bisher ist Hilcona unseren Kunden im Foodservice ja besonders bekannt durch das Pasta-Sortiment und das Veggie-Sortiment. Warum jetzt plötzlich Frischkostsalate? Ganz einfach, weil sich die Erwartungshaltung der Konsumenten und damit natürlich auch unserer Kunden und deren Gäste einfach ändert. Ja, das heißt nicht mehr nur Pasta, sondern auch frische Zutaten. Man möchte sich etwas Gutes tun. Wellbeing ist hier so ein bisschen das Schlagwort. Es soll natürlich sein, es soll lecker schmecken, es soll ein bisschen stylisch sein, Trends aus aller Welt aufgreifen. Und man möchte sich, wie gesagt, etwas Gutes tun. Mhm. Und all das finden wir in diesen 11 Salaten wieder. Habe ich eine Frage zu. Die Kunden, die bisher Pasta und Veggie kaufen, die schätzen an Hilcona besonders die besonders hohe Qualität. Die Hilcona Qualitätsgarantie. Genau. Wie ist es dabei bei den Salaten bestellt? Es ist natürlich all das, was unsere Kunden bereits auch aus dem Pasta-Bereich kennen und auch mögen, findet sich natürlich auch hier wieder. Das heißt, keine Geschmacksverstärker, keine Farb- und Zusatzstoffe, keine künstlichen Aromen. Das war natürlich uns auch sehr, sehr wichtig. Das heißt also für unsere Kunden im Foodservice, die bisher unsere Qualität aus dem Pasta- und Veggie-Bereich schätzen, keine Veränderung, genau das Gleiche an Ansprüchen kann mit den Salaten abgedeckt werden. Ja, und das natürlich auch alles in Profi-Qualität. Das ist ja auch ganz, ganz wichtig. Wir sehen hier 3 Aufsteller auf dem Tisch. Was hat das zu bedeuten? Das sind unsere 3 Sortimentswelten. So haben wir unsere 11 Salate einfach mal ein bisschen geclustert, damit es ein bisschen klarer und einfacher auch für unsere Food-Service-Kunden ist. Zum einen ist das die Gruppe der Modern Classics, das heißt Klassiker, so aus jeder Küche, die es irgendwie braucht, wie ein Caesar Salad, aber das Ganze ein bisschen moderner aufgestellt. Beispielsweise eine rote Beete, die jetzt auch wieder Trendthema ist. Das Ganze aber gemischt mit Taboulet und einem Schuss Meerrettich. Also all das ein bisschen im Jahr 2020 angekommen. Das zweite ist unsere Gruppe, nennt sich Power Boosters. Das geht mehr so ein bisschen Richtung Functional Food, Wellbeing, um da einfach mal 2, 3 Schlagworte zu nennen. Das heißt, wir sehen hier Trendthemen wie Süßkartoffel, wir sehen hier Quinoa, wir sehen hier aber auch Linsen und das Ganze aber mit einem Zusatzeffekt. Allergenfrei, vegan, High Protein, proteinreich. All das, was den Konsumenten natürlich von heute auch wichtig ist. Das dritte ist unsere World Kitchen, so haben wir das Ganze mal genannt, weil es einfach Trendthemen aus aller Welt aufgreift. Wir haben ein bisschen Levante, wir haben ein bisschen Asian Fusion, um einfach auch mal so ein Schlagwort nochmal zu nennen. Das heißt Edamame, Quinoa, Taboulet, Satar, also all das, was man sich gerade so im Trendbereich wünscht. Und in Summe sind das 11 tolle Salate. Es ist im Prinzip für jeden Geschmack irgendwas dabei. Apropos Geschmack. Bevor du weitergehst, ich habe dir was mitgebracht. Du darfst natürlich probieren, lieber Thees. Wenn ich die Wahl hätte, würde ich gerne den Rote-Bete-Salat probieren. Lass einmal Rote-Bete-Salat probieren. Bitteschön. Vielen herzlichen Dank. Lass es dir schmecken. Danke. Schmeckt frisch, ne? Richtig schön, die rote Beete, auch richtig, richtig knackig, wie man das möchte, mit einer Meerrettichnote. Für mich als rote Beete-Liebhaber, ganz, ganz toller Salat. Und das Besondere ist, man würde ihn so in der Küche ja nicht selber herstellen können. Nein, und weil du das gerade sagst, schönes Stichwort. Ich würde dir gerne mal was zeigen. Mhm. Wenn du jetzt einen dieser Salate nachbauen würdest. Wir haben dir das mal ein Beispiel unseres Süßkartoffel-Kichererbsen-Salates aufgezeigt. Du müsstest all diese Zutaten, die müsstest du vorrätig haben. Du müsstest sie kochen, du müsstest sie schneiden, du müsstest abmessen und vor allem, du hättest sie gar nicht in der Menge, die du vielleicht benötigst, vorrätig. Ja, stattdessen nimmst du einfach unseren Salat in der 1-Kilo-Schale, 1/6 GN-Norm und kannst sie einfach die Folie abziehen und so wie es ist, ins Buffet packen. Mhm. Perfekt. Unsere Kunden sind das von uns in den Sortimentsfelden Pasta und Veggie gewohnt, dass wir sie mit Anwendungsideen unterstützen. Wie sieht das im Bereich Frischkostsalate aus? Genauso. Ja. Du kannst, wie wir gesehen haben, das Ganze so wie es ist, nehmen, abziehen und in dein Salatbuffet stellen. Du kannst aber auch umfüllen mit einem eigenen Finish veredeln.
Ja, du kannst aber auch unsere Salate nehmen und kannst trotzdem weiter damit spielen. Wir haben hier einige Beispiele aufgezeigt. So mal als erste Anregungsideen. Trendthema Bowl, passen unsere Salate perfekt dazu. To-go-Becher, auch ganz, ganz großes Thema mit verschiedenen Komponenten. Du kannst mit wenigen Komponenten arbeiten, du kannst aber auch ganz, ganz viel damit machen. Wir haben ja den einen oder anderen Bereich aus dem Catering. Also das ist das Schöne, sie sind fertig und trotzdem flexibel und vielseitig ansetzbar. Und was du hier natürlich auch ganz, ganz toll sehen kannst, ist den Link zu unserem bisherigen Sortiment. In dem Falle jetzt unsere Veggie Balls, mit denen wir hier auch nochmal ein bisschen gespielt haben. Aber deiner Kreativität sind natürlich keine Grenzen gesetzt mit Pasta, mit allen weiteren Dingen. Mhm. Vielen Dank, Susanne. Ja, schön, dass du heute da warst.